Es tat weh. Das tut weh. Keine Bewegung. Wie kommst du hierher? Ganz um ruhig. Himmel. Blinder Passagier. Hey, dumm. Ich krieg dich. Zeit zum Schnitzel. Hast du das über den Funk gehört? Lady, sei wachsam. Der Verräter, Feuer! Ich brauche Verstärkung. Holt ihn euch! Du zögerst es nur. Sofort! Dreh dich doch mal um dabei. Wollt ihr nicht schießen? Oder hab ich Spiel kaputt? Kontakt bestätigt. Ah, okay, danke. Es klang gerade so komisch. Ups, tot. Oh. Naja, Gänsehaut. Aber man sieht, ne, er hat uns nicht verraten. Er war ein guter. Hm? Ja. Nichts damit Geld verkaufen, ne? Ja. Digga, würdest du vielleicht nicht mal wieder hochziehen? Das wäre sehr vorteilhaft gerade in der Situation. Oh. Jetzt zwar hier vielleicht keinen Loot finden, groß, aber ich werde wenigstens Gegner haben zum Schnitzel. Ich habe mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. Ah, ich so setze das mit Ziel auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist, Sturmtruppler. Augen nach oben. Er kann uns nicht alle besiegen. Wie viel Stück mache ich? Wichser! Du bist zu schnell. Du bist zu langsam. Bin ich noch jemanden zum Spiel? Ja! Oh, jetzt musst du verlangsamen. Ups. Ach, ich glaube, das war's mit den Gegnern. Hey, noch mehr Leute zum Spielen. Ich krieg dich. Ich nicht. Ja, ist ja schon tot. Ich glaube, ich war gerade ein bisschen zu vorschnell, aber naja. Er ist ja abgekratzt. Er ist besser wie nur. Der nächste bitte. Komm ich hier. Gucken wir wo. Kann man nichts zerschneiden. Ah. Auch nicht. Ah, das ist eine dumme Idee. Wir sind bestimmt in so einem scheiß Tunnel gerade, oder? Hey Typ, was machst du da? Alter, gell. Hm. Du und deinen süßen Arschkosten. Oh, ich hab das Gefühl, die warten auf mich. Wieso soll man ausweichen? Wir lassen uns nicht in die Flucht schlagen. Beeilung, beendet die Sache.
alles. Ne. Ja, so geht die Rolle. Klopf, klopf, dann ist da. Was kann er? Auch langweilig. Dankeschön, dankeschön. Nach vorn, halt den Zug auf. Vielen, vielen Dank, Alex. Mach ich's ja richtig. Oh nein! Ja. Noch Deckung! Zwischen den Salven nach vorn. Jetzt! Die Hitzen seid ihr jetzt nicht, ne? Das war euer eigener Mann. Das am seidenen Faden hängen? Wow! Das ist übel! Okay. Weil der ist ein Soundbug, ne? Die Aufregung ist dahin. Ah, oh! Jetzt geht's weiter. Das waren so diese 2 Sekunden zum Durchatmen. Das Ding geht immer mehr kaputt. Okay, wer von euch im Chat hat nach Hilfe gerufen? Und sie mir geschickt? Ha? War wer? Okay, meine Frau sagt, es wäre Alisea gewesen. Cool. Das war schon. Da kann man doch niemals warm werden. Was jetzt? Ah. Du musst deine Kinder beschützen. Achso. Ich habe keine Bremse gespürt. Mal irgendwie so ein Effekt. Das ist nicht gut.
Tür. Bitte mal eine Tür zubleiben. Ah. Oh, Scheiße. Nach Hause? Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Ich vernichte dich. Aha, schön. Kleiner Fanfic, ne? Lichtschwerter haben mehrere Größen. Brechen im Angriff aus. Rote Angriffe können nicht geblockt werden. Weil sind wir jetzt. Sind wir schon wieder bei God of War? Davonlaufen. Ich laufe ja auch gar nicht davon, ne? Schneller als ich dachte. Oh. Ja, ich weiß das auch, dass ich das nicht. Manchmal sind Spielehilfen echt für den Arsch. Ruhig, Sasa. Ist ruhig, Mädel. Als ich dachte. Die macht mir arg Probleme. Pixie. Hast du gut gemacht, Schatz. Schnell an Bord. Okay. Wieder Soundbug? Das war wieder lustig. Oh, haltet das Schiff an, ich muss kurzen. Okay, schalte das Ding aus und setz dich hin.
Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Janda. Und das ist mein Captain, Rhys Drytus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Kerl. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Bogan. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Der hat echt komische Träume, aber holla die Waldfee, ne? Der geht einmal aber richtig ordentlich auf Grundeis, der Arsch, wa? Die hat mich richtig fertig gemacht. Aber hey, ich sag mal so, ich lade dann noch den ganzen Chat ein und wir werden alles Jedi-Ritter. Und dann kriegen wir einen Tick und werden böse und unterjochen das ganze Universum. Hört sich doch nach einem Plan an, oder? Guck mal, ein Iceman kann sowieso fantastisch fliegen, ne? Also haben wir wenigstens schon mal jemanden, der fliegen kann. Und nicht auf die Schnauze, so. Muss natürlich auch dazu gesagt werden, ne? Weil dass man jetzt einfach so gleich so voll dieses Vertrauen, ne, und so. Nicht irgendwie übel. Die Macht hat bestimmt, ne? Guck mal, hier gibt's sogar eine kleine Küche. Gibt's auch Pudding? Sieht nicht aus wie Pudding. Bist okay. Ich habe schon wenigstens schon zwei Stimmen, ja? Ja, nee, jetzt kommt das von Ali. Bin zu alt für sowas. Wenigstens ist schon mal Eis und meine Frau dabei. Das ist schon mal viel wert. Aha. Viana macht bestimmt mit, wenn ich Pudding finde. So geil aus. Im Subraum unterwegs. Ich koche lieber für euch oder mache Kuchen. Das ist ein Plan. Wir müssen ja auch schließlich auch verpflegt werden, ne? Grease? Nicht jetzt. Ich muss arbeiten. Okay. Ich muss sie. Du machst auch Pudding? Alles klar, dann haben wir's. Das ist eine Gitarre, oder?
Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Jared Sepaw. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, BTF? Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Ich finde diesen Sound immer geil, wenn ein Planet auftaucht oder so. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Hm. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur, wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Das ist so geil. So, die Soundbox kommen also von der dunklen Seite der Macht. Geil, Eis. Geil. Angriff habe ich nicht. Okay, wir sollen da hin. Zur alten Jedi-Urine. Urine, ja. Urine. Ah! Scheiße. Ah. Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. Was sehen wir mit mir? Also ich weiß nicht. Das letzte Mal, als ich versucht habe, mich zu konzentrieren, so in dieser Art und Form, ist sowas nicht aufgetaucht. Beim Meditieren. Ich glaube, ich werde es nochmal versuchen. Ah, du hast genügend Fähigkeitspunkte, um neue Fähigkeiten zu lernen. Öffne den Fähigkeitsbaum. Okay. Ich muss sagen, so sieht das wirklich nicht aus, wenn man meditiert, oder? Ich mache irgendwas verkehrt, ne? Also jedenfalls, als ich es mal probiert habe, tauchte sowas nicht auf. Entfesselt einen mächtigen Angriff, der für schwächere Gegner tödlich ist. F. Okay, jetzt habe ich keine Punkte mehr. Mit Leben und die maximale Macht. Ey, ich kann meine Macht steigern. Oh, geil. Ach, wir machen alle da was falsch. Ah, so. Ja, hätte halt sein können, ne?